Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 am Tag 24 meines veganen Experiments. Zu Anfang mein kurzer Bericht, was der jetzt fast komplette Monat mir bisher so gebracht hat. Ich habe relativ wenig Hungergefühl, also es ist nicht so, dass ich irgendwie Heißhungerattacken habe. Ich fühle mich ziemlich gut. Ich habe interessanterweise öfter mal das Bedürfnis, was Salziges zu essen und Salz zu mir zu nehmen, was daran liegen mag, dass ich aus meiner Ernährung einige salzige Produkte gestrichen habe, allein schon aus der Natur der Sache. Ich habe ziemlich viel Obst und Gemüse in der Zeit gegessen. Das ist auch immer so meine Notfallalternative. Wenn mir gar nichts anderes einfällt, kaufe ich einfach enorm viel Obst und Gemüse und esse es, vorzugsweise roh oder gesaftet. Und ja, das ist eigentlich ziemlich erfreulich, das Ganze zu beobachten. Ich kann keine besonders großen negativen Seiten bisher entdecken. Ich habe seltenst, vielleicht zweimal in der Zeit jetzt, das Bedürfnis gehabt, Sachen, die nicht vegan sind, zu essen. Habe es aber jedes Mal natürlich nicht getan. Und ja, damit kann ich eigentlich sagen, es läuft gut. Ich bin guter Dinge und ich werde das Experiment gegebenenfalls sogar verlängern, wenn mein Wohlbefinden weiterhin so bleibt wie jetzt oder sich gegebenenfalls sogar noch steigert. Dann kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Folge, und zwar Proteinversorgung als Veganer. Es ist ja so, dass man gerade als Sportler die essentiellen Aminosäuren zuführen muss. Die essentiellen Aminosäuren sind diejenigen, die der Körper nicht selber herstellen kann, die in jedem Fall von außen in den Körper zugegeben werden müssen. Ansonsten kann der Körper nicht anständig arbeiten, geschweige denn Muskeln aufbauen oder Muskeln erhalten. Sollten die essentiellen Aminosäuren langfristig nicht zugeführt werden, würde der Körper nach und nach die Muskelstruktur abbauen müssen und auch einige andere Dinge im Körper abbauen müssen und nicht mehr erhalten können. Deswegen ist es auch als Veganer unheimlich wichtig, alle essentiellen Aminosäuren idealerweise in genau dem richtigen Verhältnis zuzuführen. Es bringt in dem Fall zum Beispiel nichts, wenn man jetzt von einer essentiellen Aminosäure das Zehnfache hat, aber von allen anderen gar nichts. Weil der Körper immer genau eine bestimmte Zusammensetzung der essentiellen Aminosäuren braucht, um damit arbeiten zu können. Und diese Zusammensetzung entspricht halt derjenigen, wie sie am Ende auch in der Muskelstruktur oder in der Proteinstruktur im Körper vorliegt. Das ist relativ einfach, diese essentiellen Aminosäuren zu sich zu nehmen, wenn man tierische Produkte konsumiert, weil Fleisch ja oder mageres Fleisch tierisches Muskelgewebe ist und deswegen dem menschlichen Muskelgewebe schon relativ ähnlich. Und deswegen ist die Zusammensetzung der essentiellen Aminosäuren auch relativ ähnlich. Es ist allerdings überhaupt gar kein Problem, die essentiellen Aminosäuren in ausreichender Menge aus pflanzlichen Produkten zu sich zu nehmen. Die ausreichende Menge ist nach neueren Erkenntnissen nicht besonders hoch. Es reicht etwa 10% des Kalorienbedarfs durch Eiweiß abzudecken. Bei Sport dann vielleicht auch 15%, aber viel mehr ist jetzt nicht unbedingt nötig und auch nicht förderlich für das Muskelwachstum. Im Gegenteil, der Körper wird mit zu viel Eiweiß belastet und muss es mühevoll verdauen und abbauen und zerlegen und wieder aus dem System rausbringen. Und deswegen ist zu viel Eiweiß überhaupt nicht gut. Und die Zusammensetzung, welche sich als ganz, ganz gut herausgestellt hat bei pflanzlichen Eiweißen, ist Hanfprotein, Erbsenprotein und Reisprotein im Mix. Die drei zusammen bilden eine Kombination, in der die essentiellen Aminosäuren schon in einem nahezu perfekten Verhältnis enthalten sind und damit auch ja, den Körper einfach ideal versorgen und auch den veganer Körper ideal versorgen. Ja, die kann man natürlich aus den Pflanzen an sich zu sich nehmen, indem man die Pflanzen einfach in irgendwelche Rezepte einbaut oder einfach als Proteinpulver. Dabei sollte man darauf achten, dass keine Süßstoffe oder Begleitstoffe dabei sind, sondern es wirklich nur das reine Pflanzenextrakt ist und auch ein möglichst hochwertig verarbeitetes Produkt. Sucht euch da eine Marke, der ihr vertraut, und kauft nicht irgendwie den billigsten Mist, den ihr kriegen könnt. Ja, und dann sollte auch Muskelaufbau, Sport und überhaupt eine gesunde Eiweißversorgung des Körpers für einen Veganer überhaupt kein Thema sein. Damit war's das von mir für heute. Ich bin raus. Ciao, bis zum nächsten Mal.